was like a nightmare. Ja, wie ich ja in meinem letzten Unboxing-Video gesagt habe, kommt entweder heute oder eben morgen nochmal ein Unboxing-Video, ein kleines, da mir ja ein lieber Freund eine kleine Freude machen wollte und hat mir eben noch was zum Geburtstag geschickt. Und ja, ich habe ja gestern auch schon mal ein bisschen davon erzählt, dass er mir gestern per WhatsApp ja zum Geburtstag gratuliert hat. Und da habe ich mich ja da bedankt und da meinte er, bedank dich nicht zu früh. Morgen, also heute oder übermorgen oder ne, am Samstag, kommt noch was Kleines. Kommt ein kleiner gelber Umschlag. Ja, und der ist heute angekommen. Ich habe jetzt ein bisschen, ich habe jetzt mal meine Adressen und seine Adresse weggestrichen, weil ja, auf einer Seite steht meine, auf der anderen Seite seine. Und ich bin übelst gespannt. Ich habe wirklich keine Ahnung, oder ich hätte noch nicht mal eine Ahnung. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, irgendwas von Attack on Titan vielleicht, weil er da ja so mitgekriegt hat, dass ich das ja total liebe. Also mal zugesagt, ich kenne ihn ja noch gar nicht so. Also eigentlich habe ich ihn richtig kennengelernt erst so im Mai, wo wir eben zum Comic Park gefahren sind. Da habe ich ihn ja eigentlich das erste Mal auch kennengelernt. Auch, oder davor so, hatte ich mit ihm ja gar nichts zu tun. Also wirklich nicht. Und ja, und da im Mai habe ich ihn kennengelernt, wie gesagt, und der super netter Typ, wirklich total lieber Kerl. Und man hat wirklich schon da an dem Tag gemerkt, wo wir am Comicpark waren, dass er ein Mensch ist, der gerne anderen eine Freude macht. Also, er hatte dann Manu, der Anime-Freak, ja dann da hier die Son Goku-Figur gekauft, die er sicher zuerst gekauft hatte. Kam man dann raus, dass die von Anfang an ja schon für Manu gedacht war. Ja, oder auch an dem Stand, wo es diese japanischen Flaschen gibt, also die mit dem Piccolo drauf, ne? Da gab es ja noch One Piece und eben Dragon Ball Z und so. Und da habe ich mir eine genommen und also die letzte Piccolo-Flasche, also wo Piccolo drauf war. Und er hat davor auch eine Piccolo-Flasche genommen und dann noch halt andere. Und da fragt er mich, ja, was machst denn du jetzt? Und habe ich gemeint, na, ich kaufe mir eine Piccolo-Flasche. Und dann er so, naja, ich habe doch eine. Habe ich gemeint, ja, aber die ist ja für mich. Er hat gesagt, ja, naja, die ist für dich. Also man konnte wirklich gar nicht so schnell gucken, wie er das dann schon in den Griffel hatte und schon bezahlt hat. Also, also ist wirklich ein super netter Mensch. Es ist Wahnsinn. Also er ist wirklich total herzlich und man merkt wirklich, er versucht immer anderen eine Freude zu machen und jetzt auch damit, dass er mir eine Kleinigkeit zum Geburtstag geschickt hat. Ich bin wirklich total gespannt. Also es klappert, aber ich habe keine Ahnung, was es ist wirklich. Und ich würde es jetzt auch gerne aufmachen. Wenn ich selber wissen will, was drin ist. Weil ich habe echt keine Ahnung. Ehrlich, ich war selber total baff, wo er mir das geschrieben hat, dass er eine Kleinigkeit für mich zu mir geschickt hat, zum Geburtstag. Also, weil wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht. Also jetzt schon, klar, aber da so jetzt, also ne, ist jetzt nicht so, dass wir uns ja hier schon 20.000 Jahre kennen. Ne? Oh Gott, ey. Oh. Und ich hasse Überraschungen, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Oh mein Gott. Es ist wirklich was von Attack on Titan. Oh mein Gott. Ich fange gleich das Heulen an. Der ist doch verrückt. Oh, schaut mal. Oh mein Gott, ich heul gleich. Oh, er hat mir eine Attack on Titan Kette geschenkt. Oh mein Gott, mit den Flügeln der Freiheit drauf. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, ist die schön. Ist die schön. Hier ist Ehre noch drauf und hinten.
ist noch Mikasa und Eren. Oh, mega. Mega, mega, mega. Und ich glaube, das ist ich hol's mal raus. Eine Kette, glaube ich, ne? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Der ist doch verrückt, oder? Der ist unmöglich. Ich hol's mal raus. Also ist eine Kette. Wow. Ne? Und oh Gott. Hier mit den Flügeln der Freiheit ist das geil. Und hier hinten steht noch Shingeki no Kyojin. Beziehungsweise noch das Logo von Attack on Titan auf Japanisch. Also mega. Hammer. Und das Logo sieht geil aus. Also das sieht richtig edel und richtig schön aus. Oh mein Gott. Oh, der ist doch echt verrückt. Oh, ich bin ja immer total baff und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weil das ist... Oh, Wahnsinn. Oh, ich tue es mal wieder nein. Friemeln. Oh, Wahnsinn. Also, mit so kleinen Kram kann man mir wirklich eine Riesenfreude machen. Gerade wenn es Attack on Titan ist. Es ist scheißegal, was es ist. Hauptsache Attack on Titan. Oh, Wahnsinn. Ich habe schon irgendwie geahnt, dass es irgendwas bestimmt von Attack on Titan ist, weil er halt so im Mai, wo wir uns da kennengelernt haben, halt gesehen hat, dass ich ein übelster Attack on Titan-Verrückter bin. Und da habe ich mir schon was gedacht, naja, wo er mir das gestern dann geschrieben hat, dass er was für mich hat, eine Kleinigkeit. Da habe ich dann eigentlich schon gedacht, naja, kann er dann eigentlich nur irgendwas mit Attack on Titan sein? Weil anders hat er mich ja gar nicht kennengelernt, als dass ich halt eine total Anime-verrückte bzw. Attack on Titan-verrückte Tante bin. Oh, so. Ja! Mega! Also, hammergeil, ehrlich. Ich überlege gerade, ob ich die überhaupt irgendwie benutze, ob ich die mal irgendwie ranmache, weil... Oh, weil die so ist eigentlich schon dazu schade, aber... Oh, ist sie geil. Also... Ich bedanke mich natürlich bei ihm nochmal, weil ich glaube jetzt nicht, dass er das Video sieht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde auf jeden Fall ihm tausendmal danken, weil ich finde das einfach so übelst geil, dass er mir überhaupt was geschickt hat. Wie gesagt, wir kennen uns ja echt erst seit Mai. Und oh, Wahnsinn. Also wirklich mega, mega schön. Und Hammer. Also ich bin baff. Echt, ich bin total... Wahnsinn. Schön. Freue mich. Ja. Ja, meine Lieben, das war es auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss jetzt erstmal mal runterkommen. nächstes Video wird nächstes Video? Habe ich Video gesagt oder Review? Ich weiß gar nicht. Also nächstes Video wird mein Funko Pop Levi sein. Also den werde ich, denke ich mal, das werde ich, denke ich mal, morgen machen, weil morgen habe ich ja Zeit. Morgen steht nichts an. Außer dann nochmal abends oder so spät Nachmittag nochmal auf ein Schützenfest zu gehen, weil bei uns hier im Ort ist jetzt Schützenfest. Ein riesengroßes. war natürlich jetzt Sarkasmus, ne? Und dann Sonntag habe ich ja dann keine Zeit, weil Sonntag geht's ja, also ich habe jetzt mal geschaut. Also ich wäre um 14 Uhr noch was, so kurz nach 2 wäre ich losfahren. Da bin ich um irgendwann so um 3:30 oder so, glaube ich, schon zwar in Bamberg, obwohl der Film ja erst um 17 Uhr losgeht. Aber der nächste Zug, der fährt, da bin ich um 10 vor 5 dann in Bamberg und das ist mir einfach zu knapp. Deswegen bin ich lieber ein bisschen eher da und ja. Und kann mir dann in Ruhe meinen Aufsteller holen. Und und dann kommt dann, denke ich mal, so Montag, Dienstag so ein kleiner Bericht, so wie ich den Film fand. Also ich kenne den Film ja zwar schon von Digimon Try den zweiten, aber auf Japanisch, auf Deutsch, keine Ahnung. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Und also ich habe jetzt mal geschaut, das, was ich bei Figuya bestellt habe, das von Attack on Titan, das haben die, da haben sie das Datum wieder geändert.
jedes Erscheinungsdatum, weil davor stand 29.06. Jetzt haben sie es auf den 27.07. gemacht. Ja, tolle Wurscht. Weil ich habe gestern nämlich mal drauf geschaut und ja. Haben sie jetzt das Erscheinungsdatum geändert, Figuja? Ich habe mich jetzt schon gefreut. Also kann ein bisschen dauern, bis mein Paket von Figuja ankommt, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, von otaku.de kommt demnächst, hoffe ich mal demnächst, auch ein Paket. Da habe ich nämlich was Kleines von Digimon mir bestellt. Ja. Ja, ich hoffe mal, das kommt dann auch, weil otaku.de braucht bei mir immer Ewigkeiten, bis es mal verschickt wird. Braucht Ewigkeiten, bis es mal bei mir ankommt. Also, ich weiß nicht, bei mir lässt sich otaku.de immer total viel Zeit. Ja, und das sind so die Videos, die jetzt so euch erwarten. Ich habe mir überlegt, dass ich noch ein paar andere Videos mache. Also ich werde auf jeden Fall demnächst noch einen Aufruf für Fragen, damit ihr mir wieder Fragen stellen könnt, werde ich noch ein Video machen. Damit ich mal wieder so ein Frage-Antworten-Video mache. Ich habe dann noch so andere Ideen, was ich so für Videos mache. Aber das sage ich dann nochmal alles in meinem, wo ich dann zu den Fragen eben aufrufe, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Und dann bitte auch nur darunter dann die Fragen stellen. Da werde ich dann nochmal in dem Video dann eben sagen, was ich noch so für Ideen habe oder was für Videos dann auch noch kommen. Und ja, genau. Ja, meine Lieben, dann hoffe ich, euch hat das Video wie gesagt gefallen. Ich bin total baff, immer noch. Und ja, dann würde ich sagen, kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Die wird dann eben, wie gesagt, die Review zu Levi sein. Jo, ich freue mich. Ja, dann kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bye, bye, meine Lieben.